herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von The Forest. Da kommt der Olaf auf uns zu, macht dann noch irgendwas. Ich sammle Blätter. Ich denke mal, hier ist eine gute Stelle, weil hier ist ein Bach. Da können wir im Zweifelsfall auch Wasser trinken. Wie ihr seht hier, schluck, schluck. Und dann dachte ich mir, bauen wir doch hier erstmal unser erstes größeres Lager. Dazu machen wir natürlich wieder unser Buch auf hier. Und nehmen jetzt mal schon mal ein bisschen was Größeres. Und zwar würde ich sagen, wir nehmen den hier. Den bauen wir mal dahin. So, und jetzt brauchen wir natürlich viel. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Brauchen wir viel Holz. Ne? 89 Holzstämme brauchen wir jetzt. Ja, du hast ausgewählt. Okay, ich weiß noch nicht. Welche hast du jetzt gebaut? So, das Größere. Das sieht größer aus, ja. Wieso habe ich hier wieder keine... Vorbeigehauen. Nehmen wir mal die gecraftete Axt. Oh. Oh, geht das schon wieder los. Ah! Ah! Ratte. Wo ist denn meine Waffe? Alter. Ich komme dir zur Hilfe, mein Freund. Ist hier noch irgendwo einer? Ach, drin da bei dir. Ich sehe ihn nicht mehr. Da. Hast du schon Feuer hingemacht? Nee, mache ich jetzt aber dann mal eben schnell. Dann machen wir dann auch mal gleich ein bisschen Größeres. Zack. Fire Pit. Gott, 89 Holz brauchen wir. Ach, ja, sag ich doch. Da sind wir auch nicht bei zu tun. Ja, ich hatte die Zahl schon wieder vergessen. Hast du noch zwei Steine? Ja, sicher. Da liegen noch zwei, soll ich die nehmen? Setzig. das. Okay, er droppt erstmal den. Die Dings ist auch in Ordnung. Nimmt er, ach, egal. Ja, 89 Holz, dafür ist es aber auch schon etwas Herrschaftlicheres, ne? Außerdem sind es hier nur noch 86. Gerade ein Vogel in den Dings geflogen. Okay, ins Feuer geflogen. Naja. Selbst schuld. Du sollst brennen, Mensch, du. Achso, drop. So. Burn. Du könntest ruhig auch in einem Haus mitarbeiten, anstatt da irgendwelches Lagerfeuer zu machen. Was glaubst du, was ich hier tue? Lagerfeuer. Wenn ich an der Leiche vorbeilaufe, kann ich die auch gleich direkt aufs Feuer schmeißen. Nachher kann man sich auch so Wagen bauen, da kann man dann mehrere Holzstämme tragen. Uah! Uah! Oh. Alter, steht hier immer noch wieder auf.
Muss ich hier echt ein bisschen brutal werden? Ach, jetzt, ich zünd mich schon wieder selber an, ey. Hör auf zu schreien, ist doch nur, brennst doch nur ein bisschen. Hase. Bleib hier, du Kanickel. Da ist auch noch eine Echse. So. Auch immer ein voll physikalisches Fallen des Baumes. Das ist immer wieder erstaunlich. War das jetzt ironisch gemeint? Oder? Nein. Nein. Aber wir sind schon so Baumeister, sind wir, du. Ja. Ich bin mich auch bald Bob. Habe ich dir eigentlich schon mal gedankt für die tolle Reise, die wir hier mit deinem YouTube-Money gemacht haben? Ja. Konnte nichts Gutes bei rumkommen, du. Ey, du blöder Baum, jetzt fall da nicht um. Baumfeld. Die Stämme, die fliegen. Yo! Der Stein schmeißt mir den Stamm zurück. Auch in Ordnung. Oh Mann. So. Hä? Nimmst du den mal auf die Schulter vielleicht? Oh, hier unten liegen ganz viele Baumstämme. Ganz viele? Die ist vor allem irgendwo runtergefallen. Excel. Ja, ja, ganz viele, aber einige. Okay. Ich sollte hier nochmal. Ne, das Fleisch ist glaube ich vergiftet. Das bringt glaube ich nichts. Hast du noch irgendein frisches Fleisch? Ja. Einen Schneck könnte ich mal. Also jetzt noch nicht dringend, aber. Liegt da drauf frisches Kaninchen. Hä? Hier lagen doch eben noch mehr Holz. Doof. Ja, ja, nee, nee, ich weiß schon. Wo ist mein Armor eigentlich? Wieso habe ich mein Armor nicht mehr um? Ja, das geht nach einer Zeit weg, wenn du im Kampf bist. Das bleibt dir nicht für immer. Schade eigentlich. Das wäre so schön gewesen. Da noch irgendwo eins. Eben doch noch gesehen. Starke Männer hier im Wald. Ich lege auch noch mal so ein klein bisschen Viech da drauf, quasi. Durch. Durch. Legst deinen. Ja. Hier will doch keiner essen. Hast du eine Ahnung? In der Not.
In der Not frisst der Teufel Lurche. Hä? Schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Wenn die Wurst doppelt so dick wie das Brot ist, ist auch egal, wie dick das Brot ist, ne? Richtig. Eieiei. Da kann man sich nachher so geile große Häuser bauen. Also ich habe mit meinem Bruder da teilweise schon so einen riesen... Weil du kannst ja nachher so nach eigenen Gusten so groß wie du willst, ne? Ach so, okay. Und dann kannst du da Regale, wo du dann Medizin drin lagerst und die Snacks drin lagerst. Also du kannst da richtig was machen nachher. Das klingt gut. Ist halt nicht ein Spiel irgendwie für eine Stunde. Das ist natürlich schon... Aber so wirklich jetzt ans Ende oder wie man das, da bin ich auch noch nie gekommen. Weil du musst ja die Passagiere sollst du noch irgendwie finden und... Wie gesagt, ich habe bisher, ja, was heißt einen großen Bogen, ich habe bisher einfach keine Survival-Games gezockt. Und hier die ganze Insel ist noch quasi unterhöht, also es gibt diverse Höhlen, wo du dann auch Sachen drin findest und das ist echt weinvoll. Okay. Und das bringt zwischendurch echt mal Spaß. Also das Einzige, was immer so ein bisschen, dass die halt immer noch in der frühesten Alpha sind. Und manchmal ist es ärgerlich, wenn dann Patches kommen, weil dann so Sachen, die du gebaut hast, sind teilweise unnütz. Hast du wieder bei Gronkh gesehen? Die haben sich da so mega viel Sachen aufgebaut, dann kommt ein Patch und dann hängt das alles in der Luft und... Okay, na gut, das ist natürlich ärgerlich, ja. Sieht aber schon auf jeden Fall. Oh oh, wo ist er? Wo ist die Sau? Was? Wer ist wo? Irgendeiner lacht hier. Ich stand gerade an der Hütte, da hat mir einer ausgelacht. Ja gut, das könnte ich gewesen sein. Hallo? Ich hatte mich ja in dem Spiel dann nachher in so ein Baumhaus bin ich gezogen. Da ist tatsächlich einer, da hinten drin welche. Lass uns jetzt erstmal nicht stören. Ich bin nachher in so ein Baumhaus gezogen. Kannst du Baumhäuser bauen, die kannst du untereinander verbinden und. Das klingt gut. Hausboote, Boote. Aber wir trinken noch ein bisschen Wasser. Hust, hust. Normalerweise müsste man das ja abkochen vorher, aber. Einen Topf dafür habe ich. Wenn du echt Durst hast, und das ist ja sowieso ein Bach, das ist ja nicht, das ist ja kein Salzwasser, ne? Ja gut, aber schütteln tut er sich dabei trotzdem irgendwie. Ja gut. Hallo? Wo bin ich? Links, links. Wie links? Ja, jetzt geradeaus. Hä? Von mir warst du gerade. Nee, jetzt, du läufst doch gerade aufs Haus zu. Ja, aber auch nicht auf das Richtige. Ja, sonst baut hier keiner. Oder ja, aber ich bin dem anderen Symbol zu unserem anderen Haus gefolgt. Achso. Hier liegt übrigens dein Essen. Oder, ach nee, du hattest ja gegessen. Hast ich gesagt. Hatte ja, du kannst, wenn du willst, hau weg. Ja, ich brauchte da auch mal ein bisschen. Ich hau hier nochmal eben was rein. Ich habe hier noch ein bisschen. Lizard hatte ich dann noch. Also die Rüstung aus Knochen ist besser, ne? Also ja, du kannst sie ja kombinieren. Ich hatte ja drei Stück an. Also ich hatte nur den Lizard-Dings getragen, dann habe ich mir diese Stealth-Armor gemacht und halt so eine Knochenrüstung. Da trägt die ja dann alle drei. Hoch da. Och Gott. Weg. Ja, nee. Du mich auch, du. Ey, du blödes Ding. Brauchst du Hilfe? Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Hallo, ja, jetzt gleich, ich bin gleich weg. Mal eben schnell Medizin nehmen hier. Das Ding rollt sich nämlich immer weg hier. Ich muss schnell mit dem Haus fertig werden.
Noch einer. Oh, ich brenne. Die Viecher brennen übrigens auch gut. Wenn du nachher so eine Fackel hast, du kannst sie auch anzünden. Ne? Geht das Feuer irgendwann wieder aus? Du hast auch schon gebrannt heute, oder? Ja, das geht irgendwann wieder aus, ja. Wir müssen dringend das Haus fertig kriegen. Ja, bin dabei. Sonst müssen wir erstmal in die andere Hütte zurück, aber über Nacht freier Himmel ist nicht. So kommen die durchs Dach? Nee, aber ich fühle mich da nicht so wohl. Rede da doch noch. Da haben wir schon viel geschafft. Und noch 20. Oh Gott, ist Alter. Ich sehe nichts mehr. Ich auch nicht. Was? Hilfe. Wir werden elendig sterben. Hm? Wir werden elendig sterben, sag ich. Ja, ich befürchte das auch. Weil wir brauchen nur noch 17. Tata, wir schaffen das. Mein Feuerzeug geht nicht mehr. Feuerzeug geht nicht mehr. Jetzt wieder. Jetzt ist kein Baum. Nee. Oh Gott, jetzt bin ich wieder halb K.O. hier. So, der fällt schon mal um. Gott, ein Drama hier. nur noch 9 Stück. Ja, wir haben zu viel Zeit vertrödelt vorhin. Wir hätten das direkt eiskalt bauen müssen. Der ist ja nervös hier. Du bist kalt, dir ist kalt und du bist nass. Mach ein Feuer. Das ist mir gerade scheißegal. Ich ertüchtige mich hier doch. Alter, jetzt ist es aber richtig finster. Jetzt fall schon um, du blöder Baum. Das ist nur Micha mit seiner komischen Dingsmaske, der mich immer wieder beängstigt. Wo sind denn die anderen? Hier waren vorhin noch so viele Stämme. Komm, 6 Stück. Ja. 5. 3. Alter, ich sehe nichts mehr. Ich auch nicht. 3 Stämme. Oh, ich hab hier was. Mit 2 komme ich. Okay. Ja, ich habe hier auch noch einen. Nehm ihn halt auf. Gott, ey. Feuer ist auch raus.
ab in die Hütte hier. Also du warst vorher in der Hütte. Ja. Auch gut. Aber als ich so ernst, ich habe mal gespeichert. Ja, okay. Da die Nacht aber auch nicht so viel passiert, würde ich sagen, dann kommen wir für diese Folge wieder zum Ende. Wir haben jetzt den Grundstock für unser Lager, haben wir jetzt gefunden. Hier in diese Richtung wird es ungefähr weitergehen. Haben wir draußen irgendwas zu essen gehabt? Haben wir, nee, da liegt nichts Tasche? Mehr. Oh, ich habe einen Lurch, wie glücklich. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Denkt dran, Folge auch bei Olaf zu gucken. Und wir kommen jetzt hier erstmal zum Ende. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Genau. Tschüss.